Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Talk über Ansible und Ansible Collections, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist L3D und Lochermann. Die beschäftigen sich normalerweise mit Waffeln und Telefonen, respektive auf Chaos-Veranstaltungen. Aber heute wollen sie uns etwas über Ansible erzählen. Eine kleine Warnung vorab. Wir haben gerade mit der Stadt Darmstadt telefoniert, mit den Krankenhäusern. Es gibt keinen Platz für Alkoholleichen. Ich bitte also davon abzusehen, Trinkspiele während dieses Vortrags zu spielen. Seriously? Dankeschön. Ich übergebe. Viel Spaß. Ja. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Also unser Thema heute ist, wie schon letztes Jahr, Ansible, aber wir wollen etwas weitergehen. Wir wollen euch über Ansible Collections erzählen und warum Ansible Collections ziemlich cool sind, wie man sie nutzt, wie man sie mit Ansible Rollen zusammen verwendet und warum sie einem das Leben einfacher machen im Umgang mit Ansible, vor allem im Team mit anderen und wie man das Ganze so anwendet. Dann fangen wir. Das klappt. Dann fangen wir mal an. Was ist denn Ansible überhaupt? Es ist ein Open Source Automatisierungstool. Es ist dafür gedacht, Softwareverteilung auszuführen und dieses auch per Ad-hoc-Befehle kann man darüber auch machen. Ansible Collections, wo wir auch unseren Vortrag drüber halten, bietet die Möglichkeit, Rollen, Module, Plugins zu schreiben, die ich dann einfach einbinden kann und auch einfach teilen kann, sodass jemand anderes meine Automatisierung mitnutzen kann und es nicht die Welt neu erfinden muss. Genau, denn mit Ansible Version 2.10 wurde die Struktur in Ansible sehr vieles neu gebaut. Es wurden die Fully Qualified Collection Names eingeführt, die dann halt ermöglichen, sehr viel in diesen Collections zu packen, in Namespaces zu verteilen und darüber eben relativ einfach in der Community seine Plugins, Filter, Module und eben auch Ansible-Rollen zu verteilen und dabei auch viel besser auf das Versionsmanagement einzugehen. Und es ist durch und durch deutlich besser integriert, wie es davor war in Ansible. Genau, die Ansible Collections werden natürlich wie bisher auch auf galaxyansible.com geteilt. Dort findet sich jetzt das sogenannte Ansible Galaxy Next Generation. Das hat sehr viel umgebaut und sehr viel anders gemacht und den Support für Ansible Rollen deutlich schlechter gemacht, wie es davor war. Aber da gehen wir zum Ende vom Vortrag nochmal drauf ein. Erstmal fangen wir so an mit den Metadaten von so einer Ansible Collection. Wie sieht das denn aus? Wie funktioniert das? Und dann nehmen wir uns mal als Beispiel eine Ansible Collection, die ich gebastelt habe, die Collection L3D.git, die eben unter anderem ein Gitti oder ein Forgio-Server installiert und aufsetzt oder auch ein Forgio-Runner installieren kann. Genau. Ja, dann schauen wir uns erstmal die Struktur an, wie so eine Collection aufgebaut ist. Ich habe da verschiedene Dateien. Das ist so einmal die Struktur. Ich habe so ein paar Metadaten und auch nachher Rollen. Da kann ich auch beliebig viele Rollen in eine Collection packen. Wenn meine Collections mehrere Sachen machen kann, kann ich so schöner segmentieren. Genau. Willst du, soll ich? Genau. In den Metadaten stehen dann so wichtige Dinge drin, wie den Namespace, wo diese Ansible Collection gefunden wird, aber auch die Version, welche sie denn aktuell hat. Und mit diesen Metadaten zusammen, die dann eben ausgewertet und verstanden werden beim Import in Ansible Galaxy, funktioniert das dann relativ gut, dass diese Collection mit der Community geteilt wird und über das Ansible Tooling auch installiert und verwendet werden kann. Dann schauen wir uns als nächstes mal die Rollen an. Ja, ihr habt wahrscheinlich auch schon mal alle Rollen geschrieben, wollten euch jetzt nochmal zeigen, was es so an coolen Features gibt, die wir nutzen, die man auch in normalen Rollen, aber natürlich auch in Collections einfach nutzen kann. Genau, jede Collection, die eben so Rollen hat, die da hat dann halt den Ordner Roles noch bei sich drin und in diesem Ordner Roles sind dann halt die Namen der Rollen drin, die da drin sind.
Und dann gehen wir jetzt eigentlich wieder auf ganz normales Ansible ein und erzählen euch so ein paar schöne Sachen, die man in Ansible machen kann, die erfahrene Leute wahrscheinlich kennen und Leute, die sich jetzt das erste Mal mit Ansible beschäftigen, vielleicht gerne kennenlernen möchten. Als erstes mal so ein wichtiges Werkzeug, um Ansible übersichtlich zu machen, ist das Ansible Built-in Include Task, mit dem eben die Main.yaml, in der das ganze Ansible aufgerufen wird, relativ übersichtlich gehalten wird, sodass man dann ganz viele einzelne Tasks hat, die wirklich Aufgaben übernehmen und in der Main.yaml eine Übersicht hat, quasi so ein Inhaltsverzeichnis, was wird denn in dieser Rolle noch gemacht. Genau, als nächstes haben wir dann den Punkt Packages. Ich möchte ab und zu einfach gerne wissen, was ist denn im Moment überhaupt auf diesem System installiert? Passt die Version? Möchte ich eine andere Version haben? Dafür hat Ansible selbst eine Möglichkeit, dass es die Packages ausliest und die einen in eine Variable schreibt. Genau, in unserer Rolle, die jetzt heißt l3d.git für die Collection, l3d.git.gitty, was dann die Gitty-Rolle in l3d.git ist, wird ja dann am Schluss auch ein Gitty oder ein Forger installiert und damit ist das dann auch praktisch zu wissen, was ist denn auf diesem System für Pakete vorhanden. Was auch ziemlich geil in Ansible ist, ist die Funktion Block und Rescue. Hier kann man quasi ähnlich wie ein Try und ein Rescue so seine Befehle schreiben, die man dann durchgeht und wenn davon irgendetwas schief geht und nicht klappt, dann kann man eben sagen, was soll denn passieren, wenn es hier einen Fehler gibt und so deutlich bessere Error-Messages geben und dem Anwender Hinweise geben, was vielleicht falsch konfiguriert ist. Jetzt in diesem Beispiel werden mit dem Ansible Built-in First Found Plugin Variable importiert. Und zwar die Variable mit der Datei Files Variable Gitty Fork in kleingeschrieben im Ordner Variablen. Und nur wenn er diese Datei findet, geht das Ganze erfolgreich durch. Und wenn er die Datei mit den Variablen nicht findet, dann wird eine Error-Message ausgegeben, die den ein Hinweis darauf ist, dass man vielleicht einen Variablennamen falsch gesetzt haben könnte in seiner Config. Das Ganze kann man natürlich auch nochmal anders bauen. Das sieht dann so aus. Da hat man das Ganze nur in der Task geschrieben und so zum Beispiel Default-Variablen aufgerufen, die man dann auch, wie man das kennt, über seine Host-Variablen und Gruppen-Variablen anpassen kann. Jetzt sind die im Fall halt Variablen fürs Theming von Gitty, aber das kann ja auch bei anderen Ansible-Sachen ganz anderes Zeug sein. Ja, jetzt haben wir das Problem, wir wollen Gitty installieren. Naja, wir haben irgendein Gitty vielleicht schon mal installiert, in irgendeiner Version, vielleicht ist die neuer, vielleicht ist die älter. Also muss ich irgendwie ermitteln, welche Gitty-Version ich überhaupt habe. Das kann man mit einem Shell-Teil machen, also Built-in-Shell. Da wird einfach geguckt, hey, welche Version ist das? Und das schreibe ich mir dann in meine Variablen, die ich später benutzen kann, zurück. Was hier noch besonders ist, ist, auch wenn sich da was ändert, bleibt es bei keiner Änderung für das Ansible an sich und es fällt auch nicht, wenn es nicht funktioniert. Es kann ja sein, ich habe einfach gar kein Gitty installiert, dann möchte ich ja trotzdem Gitty drauf installieren. Da ist mir aber auch die Version egal, die da drauf installiert ist. Gibt ja nichts. Genau, praktisch ist natürlich noch die Option, rund um Pipefail zu setzen, dass wenn da irgendwo im String was kaputt geht beim Sachenpipen, dass das dann auf jeden Fall zu einem Error führt. Allerdings, wenn halt Errors eh ignoriert werden, ist das eigentlich egal, die Option. Aber zur Schönheit und sauber arbeiten kann man das natürlich trotzdem setzen. Genau, dann habe ich aber natürlich, ich will nicht immer in meinem Git, in meinem Ansible angeben, welche Version genau. Oft will ich einfach die letzte haben. Dann muss ich mir natürlich auch von dem Gitty selbst anschauen, welche Version es ist. Genau, da der Hinweis, GitHub und auch andere Git-Server haben halt oft eine ziemlich gute API oder Ausgabe, wo halt so Sachen wie die neuesten Releases oder die neuesten Tags irgendwie als JSON nochmal auslesbar sind. In dem Fall ist das dann halt von Gitty, sieht man eben unter apgitter.com und
so weiter, was da halt steht, die JSON mit der Version des neuesten Gitti-Releases. Und das können wir dann eben speichern und auswerten und kürzen, dass wir nur noch den Versionsstring haben. Das Ganze wird jetzt in diesem Beispiel nur ausgeführt, wenn Ansible nicht im Check-Modus ausgeführt wird, weil das Ansible-Build in URI natürlich nicht Check-Mode-kompatibel ist, weil es ja einen echten HTTP-Request macht, der lässt sich ja schwer im Check-Mode simulieren. Ja, mit unserer ermittelten Version arbeiten wir dann weiter und vergleichen das Ganze mit der Version, die wir eigentlich haben und installieren wollen. Und im oberen Beispiel hier setzen wir dann die Version, die wir installieren wollen, mit der Version, die wir ermittelt haben, was die neueste Version ist. Im unteren Teil überprüfen wir dann aber, ob die Default-Variable für die Gitti-Version den String latest hat. Und wenn sie das nicht hat, dann wollen wir ja nicht die latest-Version installieren, sondern die von uns vorgegebene Version. Und dann schreiben wir eben die von uns vorgegebene Version in die Gitti-Version-Target-Variable rein, die wir später hier in dem Ansible in der Ansible-Rolle oder in der Ansible-Collection nutzen. Kann ja auch immer mal gut sein, ich möchte einen Downgrade machen, also möchte ich nicht auf die Latestes und möchte auch meine Kontrolle nicht haben, ob jetzt die Version neuer oder älter ist. Genau, dann was wäre ein Open-Source-Projekt, wenn es da nicht mal Probleme gibt und wenn nicht irgendwie unterschiedliche Releases veröffentlicht werden für unterschiedliche Miner-Versionen und wenn dann halt irgendwie GitHub anzeigt, hey, die neueste Version ist jetzt ausgedachte Versionsnummer, die 2.0.1, obwohl eigentlich die 3.0.1 auch released wurde, allerdings 2 Wochen früher, dann will man natürlich auch überprüfen, ist die Version, die man installiert, wirklich neuer wie die Version, die lokal installiert ist. Und wenn nicht, dann möchte man wahrscheinlich Änderungen in seiner Datenbank machen, weil Gitti natürlich nur aufwärtskompatibel ist und nicht abwärtskompatibel. Und Datenbanken hassen diesen Trick, alte Versionen zu installieren. Dann haben wir noch das Problem, jeder Server braucht irgendwelche Secrets. Meistens möchte ich die Secrets gar nicht irgendwie in meinem Ansible liegen haben, weil das Ansible will ich irgendwo oder die Collection will ich irgendwo ins Git stellen. Blöd, wenn da Secrets reinkommen. In dem Fall generieren wir einfach Secrets auf dem Server und lesen die dann wieder auf, um sie dann später in unserem weiteren Prozess in irgendwelche Config-Dateien reinzuschreiben. Weil ich möchte ja, dass man Ansible nachher die fertige Config-Datei schreibt und nicht nochmal irgendwas auf dem Server diese Config-Datei verändert. Genau, vor allem halt bei Gitti ist es so, diese Secrets sollen wirklich von Gitti Generate, Secret, Secret Key und so weiter generiert werden, damit sie eine bestimmte Syntax haben und so weiter und so fort. Und das heißt, das ist am einfachsten zu bewerkstelligen, indem wir das auf dem Server, wo wir Gitti eh gerade installieren, machen und nicht lokal bei uns oder sonst irgendwo. Weiter geht das dann, wenn wir dieses geschriebene Secret, was auf dem Server in einer Datei steht, auslesen und bei uns als Variable speichern, um sie dann in einem Facts zu speichern, um sie dann ins Template für die Gitti-Config reinzuschreiben. Und wenn wir das dann in die Gitti-Config reinschreiben, dann haben wir dabei auch so wunderbare, schön, praktische Sachen wie das Notify-Geschichte, so dass wir direkt irgendwie Systemd-Dienste notify können. Hey, hier wurde eine Config neu geschrieben. Es wäre vielleicht sinnvoll, wenn man mal Gitti auch neu startet, damit die Config-Änderungen ableitet werden. Ja, das Neustarten macht man dann einfach über einen Händler. In dem Fall gucken wir nochmal nach. Hey, gibt es überhaupt Systemd? Weil wenn ich kein Systemd habe, kann ich viel probieren, per Systemd neu zu starten, funktioniert da nur nicht. Und wenn ich Systemd auf dem System habe, gehe ich hin und restarte halt einmal das Gitti. Genau, dann vielleicht auch der Hinweis für Leute, die schon ältere Ansible-Sachen bei sich haben, der Systemd-Service
Modul wurde letztens geupdatet und neu genannt. Da gibt es zwar noch Legacy-Einträge, die auf nur System.d zeigen, aber vielleicht möchte man mal seinen Ansible-Code anpassen und updaten. Ja, wir haben jetzt ganz viel erzählt, aber warum ist jetzt eigentlich so eine Collection besser als eine Rolle? Na, ich kann mir auch einfach Rollen nehmen und die verteilen. Es ist einfacher zu teilen, das Namensschema passt, es ist schöner zu updaten. Da haben wir vielleicht auch noch ein Beispiel, wie ich in meinem normalen Ansible eine Collection update im Gegensatz zu einer Rolle. Eine Rolle muss ich minus force machen und sonst was. Ist es einfach besser in diese Ansible Galaxy integriert? Die haben sich entschlossen, ja, Rollen mögen wir nicht mehr. Wir haben jetzt alles für Collections gebaut. Ja, wir streichen Funktionen bei den Rollen raus. Schön, unschön, wenn man noch Rollen benutzen mehr. Ja, vor allem ist es echt sehr unschön, weil die Namespaces haben sie in der neuen Next Generation von Ansible Galaxy für Rollen absolut kaputt gemacht. Ich bin nicht mehr in der Lage, mit einem anderen User auf Namespaces, die eigentlich meinem User gehören, zuzugreifen, um da mein Ansible zu updaten oder zu löschen oder irgendwas damit zu machen. Mit Ansible Collection tut es auf magische Art und Weise einfach noch weiterhin oder umso besser. Und jetzt habe ich den Zustand, dass halt teilweise irgendwelche Ansible-Rollen in der alten Version auf Ansible Galaxy rumliegen, ich sie nicht mehr löschen kann, ich sie nicht updaten kann, weil ich einfach keinen Zugriff mehr auf die Namespaces in Ansible Galaxy für Rollen habe, was ziemlich blöd ist. Ich habe dazu auch schon Issues im Forum aufgemacht, aber irgendwie gibt es dafür auch kein Interesse. Also nutzt Collections, nutzt keine Rollen mehr, der Support dafür ist wirklich nicht mehr vorhanden. Ich habe auch noch mal viel mehr Untergliederungsmöglichkeiten. Eine Rolle ist ja nur eine Rolle. In einer Collection kann ich beliebig viele Rollen haben. Da kann ich mir auch wieder Rollen reinlinken per Git. Wenn ich sage, hey, das ist eine Rolle, die möchte ich eigentlich, ist relativ generisch, habe ich also in mehreren Collections, muss aber nicht auf meinem Ansible-Projekt dann sagen, ich möchte Rolle X und Rolle Y, sondern ich nehme die eine Collection, da sind alle Rollen drin. Genau, dann zeigen wir euch jetzt ein Beispiel von einem Ansible-Playbook, wie das aussieht mit Rollen oder mit Collection, die Requirements.yaml und wie man das Ganze installieren und vor allem updaten kann. Das könnt ihr auch selber euch anschauen, haben wir auf GitHub verlinkt, unten den Link. Und genau, die Requirements.yaml sieht dann für Collections so aus, dass man die Collection da hinschreibt und vor allem man kann eine Version entweder spezifizieren oder sagen, die Version mindestens so oder größer als und nicht größer wie die nächste Major-Version. Das Ganze ist halt bei Ansible-Rollen nicht supported. Wenn man eine Version spezifizieren möchte, muss man explizit die Versionsnummer hinschreiben und wird auch nicht benachrichtigt darüber, dass es eine neue Version gibt, was dann halt etwas schade ist und zu sehr vielen manuellen Nachschauen gibt, ob es Updates gibt für Rollen, die man nicht selber geschrieben hat. Und dann vor allem auch im Tooling rund um Ansible, um das zu updaten, ist dann halt, um die Collection zu updaten, der Befehl Ansible Galaxy Collection Install minus R Requirements YAML und dann halt minus minus Upgrade und man kriegt die neueste Ansible Collection installiert und man kriegt auch alle Abhängigkeiten, die in dieser Ansible Collection definiert sind, mit installiert. Also zum Beispiel bei uns jetzt die Community.general in der Version 9.4.0 oder größer. Und für Ansible-Rollen muss man halt dann explizit die definierte Version installieren. Das schlägt auch fehl, wenn eine andere Version installiert ist. Also man braucht minus minus force, was ja absoluter Bullshit ist. Und die Collection, die benötigt werden, werden auch nicht installiert. Die muss man dann nochmal von Hand installieren und schauen, welche Collection braucht denn meine Ansible-Rolle. Und ja, es ist, arbeitet nicht gut mit zusammen und es macht keinen Spaß mehr und die Empfehlung ist wirklich da, legt euch so ein Grundgerüst für eine Ansible Collection an und dann habt ihr deutlich weniger Schmerz mit um Versionsmanagement in Ansible Collections. Ja, das war schon unser Vortrag. Habt ihr noch Fragen?
Jetzt keine Frage zu Ansible direkt, aber mich interessiert, wie das Trinkspiel ausgesehen hätte. Ja, also müsst ihr beantworten. Wir wissen das auch nicht. Also, es wurde wohl angedroht und wir wollten für die Gesundheit der gesamten MRM-CD das verbessern. Andere themenspezifischere Fragen. Scheinbar nicht. Ja gut, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, meine Ansible Collections findet ihr auf GitHub und auf ansible.l3d.space. Und wenn ihr Fragen dazu noch habt, dann können wir uns ja auch später auf dem Zug treffen. Tschüss.